Ja, willkommen hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal in einem Kurzvideo die Swisscard von Victorinox vorstellen. Wie ich finde, ein wirklich schönes Tool im EDC-Bereich, gerade für die Routine, wenn es mal kein Taschenmesser schafft, dabei zu sein und man eher mit einem etwas dickeren Wallet unterwegs ist oder mit einer schönen Geldbörse. Oder zum Beispiel die Frau von Welt, die auch eine Alternative haben möchte zum Messer. Für die ist so eine Swisscard genau richtig. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein, ich sag jetzt einfach mal, Multitool mit 10 Funktionen. Das gibt es natürlich noch in anderen Ausfertigungen. Ich habe jetzt die Ausfertigung mir so ausgesucht. Das ist jetzt die Swisscard Classic mit einer Schere. Eine Schere kann ich immer mal gebrauchen, auch auf der Arbeit. Oder natürlich, wenn man sich mal die Fingernägel schneidet und. Oder naja, je nachdem, was halt zum Einsatz kommt. Dann haben wir hier eine Klinge dabei. Die dient eher als, naja, wie soll ich sagen, Brieföffner oder mal für einen Apfel für zwischendurch. Da kann man das locker mit schneiden. Das ist kein Problem. Was haben wir noch? Wir haben hier eine Nagelfeile drin mit Schraubendreher. Ganz typisch für Victorinox. Mit dem Schraubendreher kann man wirklich alles bearbeiten. Gerade auf der Arbeit, wenn man zum Beispiel mal Quatsch, den PC abschrauben muss. Oder je nachdem, wenn mal eine Schraube halt irgendwo locker ist. Ein Schraubendreher dabei ist immer ganz in Ordnung. So, was haben wir noch? Pinzette. Für kleine Arbeiten oder unterwegs mit Kind kann ich euch nur empfehlen. Oder mit Hund kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier noch einen Zahnstocher. Den typischen Victorinox-Zahnstocher. Ich lege das mal hier direkt auf die Karte, weil mein Sensor oder mein Fokus irgendwie heute spinnt. Gibt es natürlich auch im Taschenmesser. Ist hier auch verbaut. So, dann haben wir noch einen Druckkugelschreiber. Der schreibt wirklich einmal frei. Ich will mal gucken hier. Bla. Bla. Ja. Tada! Ja, man mag es kaum glauben, aber damit kann man wirklich gut schreiben. Ja, was haben wir noch? Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Wir haben hier oben noch ein Maßband dran für feine Arbeiten, zum Beispiel mal irgendwas Kleines auszumessen. Ja, das war es eigentlich schon. Das war die Vorstellung von der Swisscard von Victorinox. Das ist halt wirklich eine Spielerei, muss man jetzt auch dazu sagen. Das ist was fürs Portemonnaie. Das ist jetzt nichts, um damit draußen im Wald rumzurennen oder klassisch im Survival-Tool zum Beispiel mich auf die Zombie-Apokalypse vorzubereiten. Das ist wirklich nur ein kleiner Helfer für den Arbeitsalltag. Das kann man überall mit reinnehmen. Das fällt zum Beispiel auch nicht auf, wenn man das jetzt zum Beispiel im Theater mit hat oder im Gerichtsgebäude und. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Portemonnaie habe, da passt das ganz normal in so ein Kartenfach. Und nimmt halt auch keinen Platz weg. Also vom Gewicht her haben wir 26 Gramm. Das ist eigentlich nichts. Ja, wie gesagt, ist halt eine Spielerei. Aber ich finde, für, ich glaube, 30 Euro habe ich dafür mal bezahlt, ist das ein wirklich toller Begleiter auf der Arbeit oder als Erweiterung, wie gesagt, für denjenigen, der im Portemonnaie zum Beispiel sich ein kleines EDC aufbauen möchte. Ja, was haltet ihr von der Victorinox Swisscard? Wäre das was für euch? Oder sagt ihr, oh Gott, damit kann ich gar nichts anfangen? Für mich gehört einfach nur ein Messer in die EDC-Routine und ein paar kleine Tools. Und ich kann zum Beispiel mit dieser Karte überhaupt nichts anfangen. Würde mich freuen über einen Kommentar von euch. Wie gesagt, ich finde das wirklich ganz okay. Und habe das halt auch gerne bei mir in der Geldbörse dabei. Ja, bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen da. Und tschüss.